Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurer Gameplayerin. Wir befinden uns ja heute leider im total triefnassen und etwas schlammigen Tamriel, aber wir möchten unserem neuen Freund, dem Wildkönig, noch weiterhelfen. Und der steht da hinten, da werden wir direkt mal hinlaufen und schauen, was er für uns hat. Gut, dass ihr hier seid. Mit Erdmagie und Feuer bahnen sich Aranias und Andur einen Weg zu meinem Thron und hinterlassen einen Pfad des Chaos. Ich habe die Kontrolle über meine Wächter verloren. Meine Kraft schwindet und ich habe mich schon immer gefragt, wie der Tod wohl ist. Schon bald werde ich es wissen. Ihr gebt einfach so auf? Mein Ende war die ganze Zeit unausweichlich. Jemand muss der neue Beschützer von Walenwald werden. Aranias wurde zu diesem Zweck hierher geführt. Es ist faszinierend. Ich glaube, tief in ihrem Herzen hat sie die Wahrheit erkannt. Sie weiß es nur noch nicht. Vielleicht aufgrund von Andors Einfluss. Was sollte ich tun, um das zu ändern? Ich denke, ihr solltet zu ihnen aufschließen. Folgt der Feuerspur. Aranias muss die Pflichten aus freien Stücken auf sich nehmen, aber Andor wird das nicht verstehen. Ich erwarte, dass er sich ihr entgegenstellen wird, und sie wird eure Hilfe brauchen, um ihn zu bezwingen. Dann werde ich versuchen, sie schnell einzuholen. Ja, ich habe schon wieder was länger nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal gucken, was ich auf welcher Taste hier liegen habe. Hallo, ich dachte, du bist tot. Mann. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Links oder rechts rum? Ja. rechts rum, okay. Meine Karte war nämlich jetzt auch nicht mehr da. Ja, und ich wurde gefragt, ich glaube, es war von Barney, ich habe es jetzt gerade nicht aufgeschrieben, was ich eigentlich von dem neuen, also nicht mehr ganz so neuen mittlerweile, Update halte. Der Tag wird unser sein. Ja, Basti, danke, dass du mir das so schön sagst und mich dabei unterbrichst. Ja, ich hoffe, man hört mich überhaupt, während ich hier das im Kämpfen war's. Bin. Ich muss da rein, oder? Muss ich dich aber erstmal... Also, für alle, die Templer spielen und für alle, die Stamina spielen, finde ich dieses Update wirklich grausam. Weil, wie ihr schon seht, also die Leute, die schon länger Tero spielen, man hat diese, den hier. Das waren mal so schöne, harsche Hiebe und jetzt sieht das aus, als ob man irgendwie, weiß ich nicht, König Tritons Dreizack genommen hat, den vorne ein bisschen umgewandelt hat. Und der hört sich an, als ob der kaputt ist. Also irgendwie... Ich weiß nicht. Das kam ja auch mit dem Update. Das war für mich persönlich eines der schlimmsten Dinge mit dem Update, muss ich sagen. Bevor wir jetzt gerade mit ihm sprechen, möchte ich das noch kurz zu Ende führen. Also das fand ich eines der schlimmsten Dinge, dieser Speer von den Templern. Dann habe ich festgestellt, ich weiß nicht, ob es mit dem Update kam oder danach, weil ich habe nach dem Update kein Stamina mehr gespielt bis vor kurzem. Die schnellen Stöße, so heißt das zumindest entwickelt, von den Dolchen, das sieht jetzt einfach nur lächerlich aus. Also das sieht aus, als ob man einen langen Angriff macht, so diese Bewegung. Ich kann es jetzt leider hier nicht zeigen mit dem Stab. Die beiden Dinge haben mich am meisten angekotzt. Ja, und dieses Gefühl, dass man, also zumindest anfangs war es ganz extrem, fand ich. Mittlerweile haben sie es offenbar wieder ein bisschen zurückgeschraubt, dass man dann doch wieder ein bisschen mehr Schaden macht, habe ich so das Gefühl. Aber anfangs war es richtig, richtig schrecklich, dass man sich so ein bisschen gefühlt hat, als ob man in so einer Wettwelt wäre. Und sind wir mal ehrlich, ich meine, die Großteil der Spieler, der liebt nun deswegen auch Teso, weil es einfach ist, weil es gemütlich ist, weil ja, man sich hier drin verlieren kann, sage ich mal. Also verlieren in Anführungszeichen natürlich. In den Storys, in den Quests, die Geschichten, die man durchmacht und so. Und ich sag mal, die Leute, die gerne Storys spielen und das alles durchquesten, also ich habe es jetzt mit 3 Chars komplett durchgequestet,
Einfach nur, weil ich die Storys so liebe. Ja klar, man hat gewisse Sachen, die man immer wieder gemacht hat. Die möchte man nicht unbedingt nochmal machen, so wie Kalthafen beispielsweise. Das fand ich am grausamsten eigentlich. Oder andere Sachen, die man halt oft gemacht hat, ne? Aber ja, also ich finde das Update nicht so toll gelungen. Ich finde es okay. Also es ist annehmbar. Ich spiele trotzdem gerne noch Teso. Allerdings nicht mehr so gerne Templer, muss ich dazu sagen. Oder ich werde eventuell mal das neue Bild mit der One-Bar auf dem Templer ausprobieren. Ich habe das jetzt momentan auf dem Zauberer, bin noch so ein bisschen am Rumprobieren. Macht damit auf jeden Fall schon mal eine Ecke mehr Schaden. Die Frage ist nur, ob das jetzt auch so Raid-tauglich ist oder wirklich bei Weltbossen und so tauglich ist. Das will ich nochmal austesten. Ja, wie gesagt, ich meine, Barney war es, der mich gefragt hatte. Schönen Gruß an dieser Stelle. Also ich persönlich fand das Update nicht so toll gemacht. Und es haben sehr, sehr viele Leute auch aus der Gilde gesagt. Ja, was soll man dazu noch sagen? Also für mich persönlich aber tatsächlich das Schlimmste war die Sache hier mit dem Speer, dass das jetzt so eklig ist. Also dass das nicht mehr so schön ist, wie es vorher war, weil das war halt immer dieses Coole vom Templer. Und das mit den, also es heißt schnelle Stöße, wenn es gemorpht ist. Ich weiß halt nicht, also bei mir gemorpht. Ich weiß halt nicht, wie das Original jetzt hieß. Das, finde ich, sieht jetzt auch bescheuert aus. Also das hat so eine, man haut eben von rechts und links, als ob man lange Angriffe macht. Und ja, das sieht einfach lächerlich aus, bin ich ganz ehrlich. Ja, das jetzt nur am Rande. Sorry für alle, die das jetzt vielleicht nicht so interessiert hat, aber ich wollte zumindest noch auf die Frage antworten. Schnell! Aranias verzichtet. Sie weiß, warum sie euch hergeführt hat. Nicht um Walenwald zu zerstören, sondern um es zu retten. Sie will den Kurs ändern, aber sie hat Angst. Sie hat Angst, sich Andor entgegenzustellen. Wo ist sie? Aranias Macht wurde stärker, als sie sich dem Thron näherte. Sie öffnete den Boden und sie betraten den Throntunnel. Ihr müsst hinterher. Ihr müsst zur Stelle sein, um Aranias beizustehen, sobald sie sich entscheidet, Widerstand zu leisten. Also normalerweise habe ich hier mal durchgeklickt. Von wegen, macht euch keine Sorgen, ich werde da sein, wenn sie mich braucht. Es gibt aber auch noch dieses Überreden, ich würde helfen, wenn eure Waldgeister mich nicht angreifen würden. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich würde jetzt auch das erste machen, weil das halt so mehr zu meinem Charakter passt. Aber ich denke, wenn ihr den Waldgeist überredet, dass ihr dann auch nicht mit den anderen kämpfen müsst bis zum Ziel. Ich werde es jetzt aber trotzdem, also ihr könnt es gerne mal ausprobieren, ich werde es trotzdem nicht machen. Ich sag einfach, weil es halt mein Charakter ist, macht euch keine Sorgen, ich werde da sein, wenn sie mich braucht. Wenn Andor mich tötet, bevor ich den Mantel an Aranias gebe, wird es keinen Hüter von Walenwald mehr geben. Der Wald wird zu einem gefräßigen Monster. Er würde sich gegen die Bosmer wenden und irgendwann seine eigene Zerstörung einleiten. Ihr müsst ihn aufhalten. Okay, damit hätte sich dann meine These erledigt. Es würde helfen, wenn eure Waldgeister mich nicht angreifen würden. Meine Macht über die Geschöpfe Walenwalds ist geschwächt. Deshalb geraten sie in Panik und greifen an. Mir fehlt es an der nötigen Kraft, sie zurückzurufen. Aber ich kann dafür sorgen, dass ihr ihnen weniger bedrohlich erscheint. Seid dennoch vorsichtig. Diese Verzauberung bleibt nur kurze Zeit bestehen. Okay. Also, ich stinke jetzt, so wie es aussieht. Keine Ahnung. Moment, wo muss ich jetzt hin? Da, Throntunnel. Aber die draußen waren immer noch rot. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen irritiert. Die hier sind jetzt alle gelb. Wo muss ich denn hier hin? Oh. Ich wollte mich nicht da hinunterstürzen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt anhält, deswegen sause ich jetzt hier mal so durch. Ich meine, gut, auch damit es natürlich schneller geht. Wahrscheinlich werde ich jetzt dann auf dem Rückweg alle wieder töten müssen. Ich habe so lange nicht mehr gemacht hier, diese Quest. Darum. Aranias, du hast dich verändert. Geht mir aus dem Weg, Mädchen. Dafür habe ich keine Geduld. Oder es hieß einfach nur, wenn man da durchläuft, dann ist alles okay. Aber sobald man hier rauskommt, sind alle wieder rot.
so, und das ist mir auch aufgefallen. Wenn der den hier macht, habe ich das Gefühl, dass man danach kurz gestunt ist. Also man kann nicht mehr direkt wie sonst direkt hintereinander schlagen. Vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl tatsächlich. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe immer das Gefühl, ich komme da nicht weiter und bin dann kurzfristig gestunt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir sind doch gleich da, oder? Aber ihr seht schon, was ich meine. Also wenn man sich so das andere Let's Play vielleicht mal angeguckt hat, es dauert unheimlich lange, so ein paar 0815-Typen hier kaputt zu machen. Da ist noch Holz, das nehmen wir kurz mit. Was habt ihr denn damit vor? Er reiht die Klappe. Seid ihr es? Aus Silatar? Meine Freundin? Den ja. Acht sei Dank. Ihr hattet recht mit dem Schleiererbe. Ich bin mir jetzt sicher. Sie haben mich als Köder benutzt, um den Wildkönig hereinzulegen. Und jetzt wird Andor ihn umbringen. Das darf ich nicht zulassen. Ich muss Andor aufhalten. Wie wollt ihr das tun? Ich weiß es nicht. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte ich das schon die ganze Zeit über tun sollen. Als er den Wald niederbrannte, fühlte ich seinen Schmerz. Ich glaube, ich bin mit diesem Ort verbunden. Aber ich kann nicht gegen Andor kämpfen. Er ist zu stark. Werdet ihr mir helfen? Natürlich. Wo ist Andor jetzt? Er ist vorausgeeilt. Ich kann durch die Wurzeln reisen, um ihn einzuholen. Aber ihr werdet euch den Weg freikämpfen müssen. Dies könnte helfen. Setzt dieses Bündel aus Wurzeln ein. Damit könnt ihr euch über kleinere Strecken durch den Boden graben. Das wird euch zumindest an Andors Feuern vorbeikommen lassen. In Ordnung. Dann lasst uns gehen. So, ich muss aber gestehen. Ihr werdet den Wildkönig so lange wie möglich beschützen, aber ihr müsst euch beeilen. Nimm mich mit! Ich muss aber gestehen, dass das immer besonders scheiße war, weil ich irgendwie... Ja genau, jetzt bin ich nämlich schon am... Ja. Also es funktioniert so gar nicht irgendwie. Wurzelbild benutzen klappt auch wieder nicht. Ich weiß nicht. Jetzt komme ich hier aus. Also man sieht, es ist alles so ein bisschen... Warum sah das jetzt so aus, als ob ich schleiche? Okay. Wo muss ich hin? Nach oben? Ja, komm, leg. Eigentlich sollte der die Bodenleisten sofort legen, aber irgendwie möchte er das im Moment nicht mehr. So. Keine Ahnung, wo wir dann hin müssen. Ach, da hinten hoch. Aus! Komm schon! Kommt da raus! Wo raus? Basti, geht's dir noch gut? Also die Sprüche von den Begleitern, also von den Gefährten, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind manchmal seltsam. Mehr als seltsam. Oh. War ein bisschen früh. Diese Unterbrechungen niemals aufhören! Nein! Solange du Böses tust, werde ich Gutes tun, um dich aufzuhalten. Oder Böses tun, um dich aufzuhalten, weil ich bring dich ja um. Kannst mich mal, ich kann das auch so. Ha! So. Und ich habe noch einen Plünderschädel bekommen. Keine Ahnung warum. Ich habe eigentlich schon alle goldenen heute geholt, habe ich gedacht. Aber okay. Wunderbar. Ist ja aktuell Hexenfest, wer sich jetzt wundert, warum ich einen Plünderschädel bekommen habe. Ah, da ist der Eingang. Das würde ich gerne lesen vorher. Haben wir noch was zu lesen? Nein, aber was zum Mitnehmen. Das ist auch immer so schön. Man weiß ja nie, was passiert. Zack, zack, zack. So. Hallöchen, Herr Wildkönig. Aranias wurde hergeführt, um meinen Platz einzunehmen. Aber ich glaube, ihr wurdet hierher geschickt, um ihren Aufstieg zu sichern. Wenn ihr nicht gekommen wärt, hätte Andor uns wohl beide getötet und Valenwald wild und rachsüchtig zurückgelassen. Viele Leben wären verloren gegangen. Dann wird Aranias nun die Wildkönigin werden? Ja.
Seit Jahrhunderten war es meine einzige Aufgabe, mich darum zu kümmern, Walenwald zu formen und zu erhalten, ihn vor äußeren Einflüssen zu schützen und vor sich selbst. Da sie nun gekommen ist, steht es mir frei, zur Erde zurückzukehren und dem etwas zurückzugeben, das mir so viel gegeben hat. Wo ist Aranias jetzt? Sie ist dort droben. Ihr solltet zu ihr gehen. Sie hat Angst vor dem Verwandlungsvorgang, aber ihr müsst sie beruhigen. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Weder sie noch Walenwald können darauf verzichten, doch sie muss sich aus freien Stücken dafür entscheiden. Naja, ich kann sie gut verstehen. Ne? Ich meine, er hat ja offensichtlich auch keine Lippen mehr, die er bewegen kann. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn sie genauso aussieht wie er, wie soll sie dann noch einen Freund finden? Ne? Ich stelle mir das auch schwierig vor bei den ganzen Ästen so miteinander. Ich habe Angst. Sollte ich mich nicht selbstbewusst fühlen? Ich meine, wir haben Andur besiegt. Aber schaut euch all das an. Ich habe meine Magie auf kleine Landstücke auf den Sommersendinseln angewendet. Aber das ist ein ganzer Wald. Ein lebender Wald. Sagt mir, dass ich das schaffen kann. Ihr könnt das schaffen. Ich glaube, er war früher einmal auch ein Mann. Der Wildkönig, meine ich. Er war wie wir. Doch als er diese Rolle annahm, wurde er zu etwas anderem. Ich glaube, er ist mit Walenwald verschmolzen und hat sein früheres Ich vollkommen vergessen. Ändert das irgendwas? Aber ja, es bedeutet, dass ich mein früheres Leben, meine Heimat, meine Jugend, einfach alles vergesse, sobald ich diese Verantwortung annehme und die Wildkönigin werde. Nach allem, was ich mitbekommen habe, waren das nicht gerade ruhmreiche Erinnerungen. Nein, aber diese Erinnerungen gehören mir. Und einige davon waren auch schön. Die mit euch. Sie erscheinen mir zwar nur in Teilen echt, aber es sind dennoch die Erinnerungen, die ich am meisten vermissen werde. Trotzdem muss ich sie loslassen. So wie ich euch in mein Herz geschlossen habe, muss ich nun Walenwald in mein Herz schließen. Dann seid ihr also bereit, die Wildkönigin zu werden? Ja, aber ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst höher den Turm hinauf und die Krone des Wildkönigs in die Gärten dort legen. Dann müsst ihr auf mich warten. Versprecht mir, dass ihr warten werdet. Ich verspreche es. Ja, dann platzieren wir mal die Krone. Und da ist sie, die neue Wildkönigin. Alles ist so völlig anders. Es ist, als hätte ich nicht länger eine physische Form, aber mein Bewusstsein ist über den ganzen Wald verteilt. Aranias vergeht, aber ihr seid meine Freundin, was auch immer aus mir wird. Bleibt ihr noch einen Moment? Ja, ich bleibe bei euch. Ich bin zwar bereit, meine Erinnerungen zu verlieren, aber ich will nicht alles vergessen, was ich gelernt habe. Ihr habt mir dabei geholfen, den Unterschied zwischen einem Feind und einem Freund zu verstehen. Ich bin entschlossen, das nicht zu vergessen. So wie ich euch nicht vergessen will. Ja, und wir haben ein zweihändiges Schwert von Kleidung des Schattentänzers erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Ich weiß, warum ihr ursprünglich hergekommen seid. Um die Treue des Wildkönigs gegenüber dem Altmeri-Dominion zu erbitten. Um zu wissen, dass Walenwald auf eurer Seite ist. Würdet ihr das jetzt noch einmal von mir verlangen? Ja. Königin Irene schickt mich, um in ihren Namen um eure Treue zu bitten. Ich könnte mich euch nie verweigern. In meinem Namen und in dem ganz Walenwalds. Ihr habt unsere Treue. Ich hoffe nur, Irene weiß, dass ihre beste Verbündete gerade vor mir steht. Ehe Aranias Erinnerungen ganz verblassen, gibt es noch etwas, das ich euch erzählen muss. Was ist? Es ist das Schleiererbe. Wie ihr vielleicht wisst, haben sie den Stab des Magnus gestohlen. Ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Aber ihr solltet in Waldheim im Westen suchen. Ich werde ein Portal zum westlichen Tor von Grünherz öffnen. Lebt wohl, meine Freundin. Vielen Dank. Ich werde nach Waldheim gehen. Ja, ich würde sagen, das Portal benutzen wir noch mal eben schnell.
Das ist ein tolles Portal. Das hat mich jetzt nicht wirklich weit geführt. Das sollte sich als nützlich erweisen. Ja, das ist auch sehr nützlich. Danke. Das hat mich jetzt tatsächlich nicht sehr weit geführt. Ich bin jetzt hier unten und ich muss nach, man kann es nicht sehen, nach da oben. Okay. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge treffen wir uns dann hier oben in Waldheim. Das wäre dann einfacher. Ja, und ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Wir sind am Ende der heutigen Folge. Noch einmal sorry, dass ich zwischendurch noch was über das Update gesagt habe, aber ich dachte, das könnte ich dann direkt mal in die aktuelle Folge mit einbringen. Und ja. Gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir nach Waldheim gehen. Bis dann. Ciao.